Bei der verstärkten Wand. Jo, hier. Nein! Jo, meine Kanalfreunde, und willkommen zu einer Folge Rainbow Six Siege. Digga, Alex, ich hab gedappt. Ja. Das gibt Klicks, Alter. Dappen im Intro, Alter. Obwohl, ich überlege gerade, ob ich den unmuted lasse. Ach, egal. Ich hab gerade überlegt, so, dann könnte man so den Titel Toxic as Fuck nennen. Na, Spaß. Wir finden uns hier in der nächsten Folge Rainbow Six Siege. Da ihr mir letztes Mal fleißig eine Wertung dagelassen habt, da habe ich mir gedacht, gut, haust du doch mal noch eine Folge raus, direkt im Anschluss. Ich hoffe, das begrüßt ihr, ne? Ich habe Frost und keine Fallen aufgestellt, auch gut. Ja, das ist nicht das erste Mal. So, freut mich übrigens, dass ihr so schön Feedback gegeben habt zu dem letzten Video. Das war schön. Story, ne? Real Life Story. Wir haben vorhin... Real Life Story. Ja, Mann. Wir haben vorhin Dingens gestartet, eine Runde. Wisst ihr, was passiert ist? Das war eine laufende Runde, uns ist es nicht aufgefallen und wir wundern uns, dass nach einer Runde das Game vorbei war. Das war voll witzig. Ach ja, Leute, übrigens, Alex ist auch dabei. Oh, nee. Hi. Nicht die schon wieder. Good job. Hast du dich von Gucci genommen? Ja, Mann. I'm blue, double die, double die. Lol, das Bandit lurkt, habe ich auch noch nie gesehen. Oh, außen ist da einer, in deinem Sledge ist das, glaube ich. Ja, ich habe den gehört, glaube ich. Der kommt vom Seiteneingang, warte. Ah, jetzt ist er um die Ecke, der kommt bei mir hier um die Ecke. Da kommt er ungefähr. Ja, ich bin bei dir. Denke ich. Ah ja, was ich noch sagen wollte, wir spielen dieses Mal übrigens ein Locker und kein Ranked. Einfach weil mir letztes Mal beim Schneiden aufgefallen ist, dass Ranked übel lange geht. Und ich konnte das dann aber noch auf 17 Minuten kürzen, deswegen tschakka tschakka. Spielen wir dieses Mal nur Locker, aber wenn ihr gerne Wettkampf sehen wollt und sehen wollt, wie wir auf- und absteigen. Ja, absteigt auf, aber falls euch das wichtiger ist, hier? Ja, da. Ach, da, ja, da. Falls euch das lieber ist, könnt ihr dann gerne nochmal was in die Kommentare schreiben. Ich habe auch heute wieder eine Nachricht erhalten, dass so ein paar Leute hier noch ein paar Dingens-Videos sehen wolltet. Hier Vlogs. Vlogs, würde Kim jetzt sagen, ne? Ne, Kim? Da kann sie sich auch gerne für unmuten. Heißt es Vlogs oder Vlogs, Schatz? Ich sag ja immer Vlogs. Naja, gut. Lassen wir mal so stehen, ne? Jedem das seine. Digga, beide Dropper sind offen und ich fühle mich hier ziemlich nackig, weil ich bin ziemlich eingesperrt. Ja, leider bist du doch voll safe. Hä? Hier ist eine Wand, da oben ist ein Dropper und Sledge kann easy durch die Wand hier durch. Und ich kann halt nicht mehr durch mein Loch hier gucken. Ich hoffe gerade ein bisschen, dass du gefused wirst. Hä? Warum ich? Was habe ich jetzt gemacht? Oh, Leute, sind nur noch wir beide? Drei Leute oben, hat er gesagt. Oh, fuck, Mann, ich bin alleine. Wir spielen übrigens Bereich sichern, das heißt, in den Bereich rennen. Der andere, der ist da. Also drei oben, hat er gesagt. Ja, aber ich komme da leider nicht hin. Ich weiß, du willst mich kommen. Sorry, dass es gerade so ruhig ist, aber es ist gerade ziemlich spannend für mich. Da war er doch. Dein Mate blutet. Immer noch. Ja. 50 Leben. Also 50%. Über uns direkt. Da ist einer. Da kommt einer. Den gesehen. Das war da auch. Second one, two. Ein Gegner verbleibt. Noch 15 Sekunden. 10 Sekunden Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Es bleiben noch 5 Sekunden. Den Bio-Gefahrgutbehälter beschützen. Oh! Alter! Klatsch des Todes! Aber ich habe gehört, dass er weggelaufen ist, aber ich habe es nicht realisiert. Ich sehe nur so, wie er über so ganz viel Holz gelaufen ist. Oder habe es gehört, nicht gesehen, weißt du? So, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Der Bio-Gefahr, der muss hier
sind wir wieder, Digga. Kameraphase, Digga. So, erstmal Bereich sichern, Digga. Bereich finden. Na, so. Unten sind sie schon mal nicht. Basement clear. Ne, completely clear basement. They're upper again somewhere. It's clear here, my friend. Digga, ich sag zu dem Glass, weißt du, unten ist frei. Er geht nach unten. Läuft bei dir. Ich glaube, die sind oben. Ja, ich glaube auch, die sind ganz oben, aber es redet ja keiner. Ja, die sind hier. Den einen habe ich mal wieder entmutet, nicht, dass er wieder schon eine Scheiße labert. Also einer ist, wenn du die Rundtreppe hochgehst, direkt links. Ja, warte. Ich versuche meine Kamera noch irgendwie ganz gut zu platzieren, bevor ich losgehe. Hab ihn gespottet. Ja, ich gehe mal übers Dach rein, ne? Er hat die Kamera nicht gesehen. Ich weiß, wo wir rein können und wo wir welche picken können, weil die Kamera da steht. Komm mal mit, komm mal mit. Links vom Dach. Warte, ich komm auch jetzt mal hoch und dann können wir von unten oben runter. Warte. Wen hast du genommen? Du hast wieder Ash, ne? Nee, du hast Fuse, perfekt. Ja, eigentlich kannst du ein paar mal reinfusen, aber geht nicht von hier oben, oder? Ne, ich stehe hier gerade ganz gut, glaube ich. Ja, ich würde gerne wissen, wo meine Kamera genau steht, aber ich sehe das nicht so. Aber ich glaube, die steht hier an dem Fenster. Oh, ja, hier sind gar keine. Ja, gut. Hab ich gesagt. Dann ist das die andere Seite gewesen. Komm mal mit, komm mal hier. Hierher. Jo. Weißt du zufällig, ob Kameras outside sind? Sind bestimmt welche da, ne? So, ich mach hier auf. Okay, ich weiß, wo ich bin. Der Glass ist da, wo meine Kamera war. Warte, ich bin mit der Kamera jetzt da, wo ich aufgemacht habe. Vor dir ist... Nein, keine Willkommensmatte, alles gut. Links ist einer in dem Gang, wenn du reinguckst. Zwei sind links, zwei sind links. Jo, einer ist im Büro. Ja, genau, und einer ist in dem Flur. Smoke. Ja, warte, ich geh nochmal in die Kamera. Du hast das? Warte, ich komm nochmal zu unserem Fenster. Ich guck mal, wo was Gefährliches steht. Oh, ich bin tot. Unten. Ist rausgekommen. Oh, du bist auch tot? Nee. Also der ist unten rausgepusht. Ja, alles gut, warte. Kannst du irgendwie mal die Kameras nehmen oder so? Ja. Einer ist im Büro. Okay. Ich habe das Gefühl, einer ist noch irgendwo im Flur. Also einen sehe ich immer noch im Büro. Zwei im Büro. Okay. Warte ein. Wer hat die Kamera gesehen? Schön. Der andere müsste bei der, also war eben bei der verstärkten Wand. Jo, hier. Nein! LOL! LOL! Ich! Oh mein Gott! Ich dachte so, ich fake jetzt! Oh mein Gott! Ja! Nice! Das waren alle fünf! Das waren alle fünf! Oh mein Gott! Ist nicht passiert! Jo, da sind wir wieder und nächste Runde, nächstes Glück, Digga. Ich weiß, ich will dich nur ein bisschen tilten. Digga, Leute, ohne Witz. Sag mal bitte Hallo YouTube. Hallo YouTube. Sag mal bitte Hallo YouTube, Digga. Du bist voll leise, mach dich mal lauter, Bruder. Warum soll ich Hallo YouTube sagen? Ja, weil du voll geil in der Aufnahme bist, Mann. Berührst meine Zuschauer jetzt, sonst werde ich sauer, Mann. Ja, danke dir, perfekt. So muss das, Brudi. Ja, schon so wie mein Name hier. Ohne Witz, Alter, heute gehe ich ja richtig ab, was Rainbow Six angeht. Scheiß auf Counter-Strike-Karriere, ich bin nur noch Rainbow Six, Brudi. Nee. Glaube ich nicht. Oh, du bist so lieb zu mir, ich danke dir. Ich hoffe, hier ist kein Dropper oben, ne? Wir haben Termite. Also mein Verteidigungssystem hat gerade, glaube ich, einen Fuse weggemacht. Nice. Hallo. Wow, einer ist im Treppenhaus schon. Der ist über die Garage gekommen. Okay. Einer ist oben rechts an der Tür. Ja, ich hab andere Seite. Ich bin hier.
Gute Arbeit. Der Treppenhaus da. Digga, die Mucke, ne, die macht mich halt voll aggressiv. Du musst ja nicht hingucken, ich call dir. Der Typ guckt da. Okay, jetzt deiner. Ash ist auf der Treppe. Ach fuck, ich hab den rechts nicht gesehen. Scheiße. Ich hab nur auf den außen geachtet, weißt du? Das war richtig komisch, der Typ war einfach über die Garage reingekommen. Nice, nice. Ja, der ist wahrscheinlich einfach durchgestratzt und hat Glück gehabt, dass ihn keiner gesehen hatte. Gefahrgutbehälter, sofort eingreifen. Das ist nicht schlecht, was er macht. Nice, komm, den letzten kriegt er auch noch. Das ist ja mal mega. Letzter verbleibender Gegner. Da, 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 noch! Oh, Scheiße! Nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Flugefahrgutbehälter verhindern. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Da hätte er raus sprinten müssen. Ich glaube, vielleicht hätte er ihn dann nicht ganz getroffen, weißt du? Komm, Matchball, Leute. Wir müssen die Runde jetzt holen. So, ich bin gleich wieder da. Sind wir wieder! Und. Schreibt Wolf Troll! So, Kameraphase mal wieder, Digga. Ich würde mal sagen, unten sind sie schon mal nicht. Ja. Stimmt, oben. Ja, Upper, Upper. Egal. Hast du gerade wirklich Upper gecallt? Ja, warum? Ich hab geraten. Die sind wieder in die Büro oben. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Einer spielt locker irgendwo close am Fenster. Und zwar Smoke. Sie haben meine Kamera nicht erwischt. Das heißt, wir haben wieder die Vorteil, dass wir die die haben. Oh lol, da ist das Haus. Ich gehe erstmal in die falsche Richtung. Läuft bei mir! Irgendwer hat ein Fenster aufgemacht. Seid vorsichtig, der hat ein Fenster aufgemacht. Ja, der rusht vielleicht wieder. Warte, Alex, kann man. Ich guck mal hier an der Seite. Ich guck mal hier im Treppenhaus, ob ich da einen sehe. Ja, Mann, Teamwork wurde. Oh, wo ist die Kamera hier? Weißt du das genau irgendwie? Nee, ich hab die auch schon gesucht, aber ich finde die nicht. Ich hab keinen gesehen, Diggi. Ich auch nicht. Ich geh runter. Ich geh gleich wieder, wenn wir an dem Fenster sind, in der Kamera, ne? Hier, hier. Was? Da sind die, ja, ich geh mal übers Treppenhaus rein, glaube ich. Okay. Ich schaffe. Digi, Alex, ich glaube, hier ist einer im Raum. Digga, ohne Witz, ne? Ich habe gerade meinen Kopf so richtig schwul gedreht. Wir haben Echo. Also Echo. Ja, Echo ist hier irgendwo. Okay. Echo ist tot. Also die Yokai. Einer ist Treppenhaus, wow. Der ist immer noch. Er trifft mich nicht, weil ich mich bewege. Ich hab noch 9 HP, Digga. Was soll ich nicht? Ich bin down. Scheiße, ich bin nicht rausgekommen wegen dem scheiß C4. Kacke. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ach, schon wieder nur noch einer? Hm. Der muss das jetzt aber auch klatschen. Treppenhaus. Da hinter der Wand, hinter der Wand! Oder, ach lol, da waren so Fussel. Hast du das gesehen? Da sind so Fussel aus dem Treppenhaus geflogen. Ich dachte, das wäre eine Waffe, die da hinten durch die Wand guckt. Lol. Fail. Im Treppenhaus ist aber einer. Der ist doch tot. Tot. Nee, noch einer. Okay. Ah, fuck. Ja, das war grottig gespielt von mir. Ich hab den richtig schlecht getroffen. Lol, was ist denn das für eine Waffe? Der Scope ist einfach nur hoch. Oh lol. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, da sind wir wieder. Und, ja, wir sind wieder hier unten. Das ist ganz gut eigentlich. Ich leg jetzt mal direkt eine Matte unter Dropper.
Ja, ich hab auch, leg auch meistens unter die Dropper, aber dann sieht man sie nicht, wenn dann das ausspringt. Ja. Ey, guy, can you cover here? Can you here? Perfect, nice. Can you here? Ja, ich weiß nicht, was das heißt, mit verstärken. Reinforce. Reinforce. Heißt Reinforce nicht. Ja, aber. Weiß ich nicht, aber man sagt es so. Auf jeden Fall. Dieser Moment, wenn du da Drones einfach nicht triffst. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgutbehälter nicht finden. Lade nach. I'll stay at the garage with Pulse. Gib ich mir noch kurz Gucci. Digga, jetzt erst? Fuck. Ja, ja. Ich hab noch Matten gelegt. Aber ich hab die, glaube ich, ganz gut gelegt. Die nee, ich hab kein Gucci genommen. Garage! Ich setze den Sensor ein. Ja, die haben direkt die Garage aufgesprengt. Pass auf, die sind hier, Digga! Idiot, Alter. Ja, wait, lass sie durch, lass sie rushen. Ich stehe hier in der Ecke, Digga. Hier ist mindestens zwei. Kamera kommt. Ach nee, EMP kommt. Ich mach Camps. Ey, voll geil, sogar die Lichter gehen aus, wenn Thatcher wirft. Zwei hier. Noch einen gescannt. Okay, also einer ist in der Garage. Ich weiß, aber ich komme hier nicht raus gerade. Soll ich dir mal helfen? Komm einfach hier lang. Chill, Digga. Warte, ich geh nochmal in die Camps. Feindsuche läuft. So, Scheiß also der Radio. Steht, ich kann dir spotten, wenn du willst. Beim Auto ist Fetcher, geht weg. Jo, er ist weggegangen. Ich weiß, von wo er kommt. Also er ist weggegangen, auf jeden Fall. Er kommt locker vom Treppenhaus jetzt. Ist er immer noch an der Tür? Oder kommt er wieder? Ich gucke. Digga, ich will also die einer ist... Hier, Sledge. Hat einen Dropper aufgemacht. Sag mal ruhig bitte. Fuse down. Du steppst da unten so, ne? Nein. Sledge down. Die Gegner haben die Gefahrgutbehälter auf. Einer ist hinten noch am Ende des Ganges. Ich scanne. Einer Garage. Der ist low, fuck. Wo? Der hat noch 30, der ist an der Garage, der steht am Auto. Ich wollte erst ein C4 werfen, aber ich konnte nicht so weit werfen. Scheiße, Mann! Leute, schnell! Das ist nur einer. Der andere war noch in der Garage. Ein Kämpfer des eigenen Trupps. Links! Bleibt. Nein, wir haben das auch verloren! Oh, das gibt's nicht! So knapp das Match, Digga, so knapp! Warte, wir haben das Game verloren? Ja, wir haben das Game verloren, Digga. Oh nee. Ja, aber die anderen beiden Runden haben wir auch nur durch mich geholt, Alter. 10 Kills, Mann. Ja, 0-5, ich hab getan, was ich konnte. Digga, aber ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst eine Bewertung da. Lasst einen Kommentar da, je nachdem, wie es euch gefallen hat, was euch gefällt, was man besser machen könnte, welche Spiele ich noch spielen könnte. Gerne mal in meine Steam-Gruppe gucken, dann auf meinem Steam-Profil gehen. Und von da könnt ihr auch sehen, welche Spiele ich habe. Dann könnt ihr mal sagen, hey Marcel, spiel doch mal The Binding of Isaac oder so. Und dementsprechend sage ich, haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tadalö!